Immer wieder gibt es Diskussionen und Beiträge um die richtige Führungsspanne, also die Anzahl der Personen, die einer Führungskraft direkt unterstellt sind. Warum ich zur allgemeinen Ansicht nach kleinen Führungsspannen eine andere Meinung vertrete und was der Besuch eines Konzerts des Jugendsinfonieorchesters Oberfranken damit zu tun hat, ist Thema in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Die Mehrzahl der Experten zum Thema Führung und Mitarbeiter, wie auch die betroffenen Führungskräfte selbst, sind der Ansicht, dass kleinere Führungsspannen, also Größenordnungen von 5 bis 10 Mitarbeiter, viel besser wären als große Führungsspannen von 20 oder mehr Personen. Als Argumente werden angeführt, es geht ja nicht nur um das Management oder um die Kontrolle, sondern es geht ja auch vor allem um Mitarbeiterentwicklung, Beziehungen, direkten Austausch und vieles mehr. Und da wäre man als Führungskraft neben den allgemeinen Tagesaufgaben auch ganz, ganz schnell am Rande seiner Kapazitäten oder eben auch manchmal etwas überfordert. Und schließlich gibt es ja noch den berühmten Spruch Divide et Impera, also teile und herrsche. Dieser Satz wird Machiavelli oder Ludwig XI. Zugesprochen, ist aber sicherlich schon weit über 500 Jahre alt. Es gibt in der Tat sehr gute Gründe für kleine Führungsspannen in Unternehmen. Sich mit einem kleinen Team zusammenzusetzen und gemeinsam an Herausforderungen zu arbeiten, ist zweifelsfrei einfacher als mit einem großen Team. Persönliche Gespräche zwischen Mitarbeitern und Führungskraft und eine echte, enge, positiv begleitete Mitarbeiterentwicklung fällt ebenfalls viel leichter mit einem kleinen Team als mit einer kleineren Führungsspanne als mit einem größeren. Wir sprechen sowohl in der Theorie als auch in der betrieblichen Praxis also viele gute Gründe für kleine Führungsspannen. In Besprechungen gibt es immer positive und negative Synergien, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Ein wirklich konstruktiver Austausch, bei dem jeder gleichermaßen zu Wort kommt und sich wirklich einbringen kann, ist ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 10 Personen in einer Besprechung wirklich schwierig und wird bei mehr Teilnehmern zunehmend unwahrscheinlich. Das ist mittlerweile auch durch viele Studien belegt. Und bekannt geworden ist diese Tatsache auch durch den Spruch von Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, mit seiner 2-Pizza-Regel. Es sollten nur so viele Personen in einem Meeting sein, wie sie mit 2 Pizzen satt werden. Aber was für Meetings gilt, muss ja nicht unbedingt für die Aufbauorganisation im Unternehmen gelten. Also eine Übertragung direkt auf die Führungsspanne greift da in meinen Augen wirklich zu kurz. Kleine Führungsspannen haben ja auch ihre Nachteile. Es gibt mehr Hierarchiestufen, speziell in großen Unternehmen, vor allem in Konzernen. Mit jeder Führungskraft mehr wird ein neues Silo geboren, das seine Eigenheiten entwickelt, eigene Interessen bildet, ein innerhalb der Gruppe und die außerhalb der Gruppe erzeugt. Das ist in weiten Teilen ein völlig normales menschliches Verhalten und stammt aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen, als man noch also in Sippen und Stämmen dachte. Wir und die. Tausende von Jahren Entwicklungsgeschichte lassen sich aus dem menschlichen Verhalten nicht einfach wegorganisieren. Da muss man also einfach ein Stück weit wirklich akzeptieren. Mit einer kleineren Führungsspanne gibt es zwangsläufig eine größere Anzahl von Gruppen in einem Unternehmen. Diese Gruppen wollen übrigens auch verwaltet werden. Denken Sie an Budgets, Jahrespläne, Organigramme, Ressourcenverteilung, Kostenstellen und vieles mehr. Die Verwaltung von mehr Gruppen bzw. Teams beschäftigt also mehr Mitarbeiter in der Personalabteilung, im Controlling und in der Buchhaltung. Mehr Gruppen müssen sich auch untereinander mehr abstimmen, insbesondere wenn diese Gruppen aus einer aufbauorganisatorischen Sicht gebildet werden und nicht aus einer prozessorientierten Sicht. Windet sich ein komplexer Unternehmensprozess wie ein Bandwurm Ende zu Ende durch eine Vielzahl von Teams, entstehen an jeder Schnittstelle Reibungsverluste. Das ist ganz zwangsläufig so. Und auch das ist eine bewiesene Tatsache und damit ein nicht zu unterschätzender Nachteil von kleinen Führungsspannen. Obwohl prozessual vielleicht gleiche Tätigkeiten verrichtet werden, werden die Mitarbeiter bei künstlich gewünschten kleinen Führungsspannen per Anweisung auf mehrere Gruppen aufgeteilt, weil man ja nicht mehr als 10 Mitarbeiter einer Führungskraft zumuten kann oder will. Kleine Führungsspannen erhöhen also recht erheblich den administrativen Aufwand. Denken Sie mal an größere Buchhaltungsabteilungen in Konzernen zum Beispiel. Das sind mehrere Gruppen von Buchhaltern, die bestimmte Sachverhalte bearbeiten, aber letztendlich ist es ja Buchhaltung. Also sprich, das Bebuchen von Geschäftsvorfällen auf Soll und Haben. Das ist ja eigentlich kein wirklicher Grund, es von der Tätigkeit her zu trennen, sondern es wurde nur deswegen getrennt, damit es eben tatsächlich kleinere Führungsspannen gibt. Dass es eben auch anders geht, habe ich letztens bei einem Besuch eines Konzerts des Jugendsinfonieorchesters Oberfranken miterlebt. Was ist da eigentlich genau passiert? Jedes Jahr treffen sich Jugendliche zwischen 14 und etwa 23 Jahren für eine Woche vor Ostern in einem Schullandheim und proben miteinander klassische und moderne Stücke.
Anschließend geben sie in einer kleinen Tournee fantastische Konzerte mit einem Niveau, das selbst Berufsorchester nicht hinten nachstehen. Es sind etwa ungefähr 75 Jugendliche unter der Leitung eines professionellen Dirigenten. Alle Jugendlichen spielen seit vielen Jahren ihr jeweiliges Instrument, aber vor der Arbeitswoche im Schullandheim kennen sie sich nicht wirklich und haben auch vorher vor allem nicht miteinander geprobt oder ein Orchesterstück aufgeführt. Es ist also eine sehr stark wechselnde Besetzung jedes Jahr der Teilnehmer. Und trotzdem ist das Ergebnis für die Zuhörer wie mich ein wirklich äußerst beeindruckend und ein großartiges Konzerterlebnis. Was hat das Jugendsinfonieorchester mit dem Thema Führungsspanne zu tun? Die Führungsspanne des Dirigenten sind die Jugendlichen, hier also etwa 75 Personen. Das ist erheblich mehr, als was wir in der modernen Führungslehre mit unter 10 Personen empfohlen bekommen. Jeder Jugendliche ist durchaus ein Profi an seinem Instrument. Also es sind keine ungelernten Kräfte. Aber jeder Jugendliche ist auch ein Individuum mit seinen speziellen Stärken und seinen Schwächen, seiner Teamfähigkeit oder auch seinen speziellen Marotten. Die Vielzahl der in einem Sinfonieorchester vertretenen Instrumente macht dir das Zusammenspiel zu einem großen harmonischen Konzert durchaus anspruchsvoll. Wenn sich jemand davon wirklich verspielt, hören Sie es einfach als Zuhörer. Es braucht also eine gute Führung, um aus dieser Gruppe von Jugendlichen ein leistungsstarkes Team zu formen. Und wenn Sie an pubertierende Jugendliche denken und davon als Dirigent 75 Stück vor sich haben, wissen Sie ziemlich ganz genau, was ich meine. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Mitarbeiter in Unternehmen, die wahrscheinlich leichter zu führen sind als eine Gruppe Jugendliche in einem, nennen wir es, herausfordernden Hormonzustand. Und trotzdem funktioniert es. Es funktioniert in allen Orchestern dieser Welt erstaunlich gut. Auch bei den professionellen Berufsorchestern. Denken Sie an die Wiener, Berliner oder Hamburger Sinfoniker. Warum funktioniert es mit einer Führungsspanne von 75 bis weit über 100 Mitarbeitern, sprich Musikern, in einem Orchester, aber in einem Team im Unternehmen soll es ab 10 Mitarbeitern nur noch schwer bis nicht mehr funktionieren? Das habe ich eigentlich nie verstanden. Also was unterscheidet ein Orchester von einem normalen Team in einem Unternehmen? Mir sind bei meinen Überlegungen drei zentrale Punkte aufgefallen, die vielleicht der Grund sein könnten und die möchte ich Ihnen präsentieren, dass wir darüber einfach herzlich diskutieren können. Erstens, alle Teilnehmer im Orchester haben eine gemeinsame Vision, was am Ende als Ergebnis herauskommen soll, nämlich ein großartiges Konzert und das ist wirklich dieses Erlebnis für den Besucher. Und genau hier sehe ich auch schon die ersten Unterschiede zu vielen Teams im Unternehmen. Haben wirklich alle Mitarbeiter im Unternehmen die Vision verstanden und teilen sie diese Vision? Oder gibt es vielleicht gar keine gemeinsame Vision? Weil es schlicht keine Vision gibt oder diese so beliebig und austauschbar ist, dass man genauso gut in jedem anderen Team oder in jedem anderen Unternehmen arbeiten könnte. Wir wollen der beste Anbieter von, jetzt ersetzen Sie irgendwas rein, XYZ der Welt sein. Jedem im Orchester ist klar, dass nur im perfekten Zusammenspiel, in der gemeinschaftlichen Leistung als Team ein gutes Ergebnis zu erzielen ist. Das ist die Stärke einer Vision, die wirklich alle abholt und mitnimmt. Und zum Thema Vision habe ich ein Video erstellt. Schauen Sie das gerne mal mit an. Ich denke, eine gemeinsame Vision ist einer der zentralen Bausteine, die eine Gruppe von Individuen zu einem echten Team formen und machen. Zweiter Punkt. Der Prozess ist klar. Es gibt für jeden Musiker mit seinem Instrument in einem Orchester ein Notenblatt, an das man sich zu halten hat. Dieses Notenblatt ist der Prozess, die Prozessanweisung. Jeder Musiker kann diese Prozesse auch lesen, man versteht also das Prozessmodell und folgt auch den Anweisungen. Es gibt kein, ich mache das aber so auf meine Weise oder was spielen wir heute überhaupt oder kann man es auch ein bisschen anders machen? Nein, diese Diskussionen gibt es bei Musikern einfach nicht, weil die Noten tatsächliches vorschreiben. Und obwohl jedes Notenblatt für die einzelnen Stimmen, also die Instrumente, anders individuell ist, ergeben sie im Zusammenwirken das Ergebnis, das als Partitur beim Dirigenten auf dem Tisch liegt. Auch im Unternehmen muss zusammengearbeitet werden. Aber ganz oft ist eben dieser Prozess unklar oder jeder arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen, aber eben nicht zusammen als ein harmonisches Ganzes. Und daher ist Klarheit des Prozesses eine zwingende Voraussetzung für ein gutes und wiederholbares Ergebnis. Und die kleine Tournee des Jugendsinfonieorchesters hat gezeigt, dass das Ergebnis durchaus wiederholbar gut war. Was heißt gut? Es war einfach echt spitze. Ich war total begeistert. Und der dritte zentrale Punkt war, dass das Leadership geklärt war. Es ist in einem Orchester völlig außer Zweifel, dass der Dirigent der Boss von dem Laden ist und alle Experten an ihren Instrumenten und mit ihrem Können zu einem guten Ganzen führen muss. Er gibt die Anweisungen, ob die Oboe etwas leiser und die Geigen dafür etwas lauter spielen sollen.
Er erklärt seine Vorstellung von der Dynamik des Stückes und welche Ausdruckskraft er sich wünscht bei der Interpretation. Der Musiker setzt das um, ohne seine Kompetenz oder die Weisungsbefugnis als Führungskraft zu hinterfragen. Die Musiker, wie auch der Dirigent, kennen ihre jeweilige Rolle und es kommt auch nicht zu verdeckten oder offenem Machtkampf. Der Kunde, der Besucher des Konzerts steht im Mittelpunkt und nicht das Ego des einzelnen Musikers. Es wäre ja leicht für den Spieler am Schlagwerk, seine eigenen akustischen Akzente zu setzen, weil er einfach laut genug ist mit seinem Schlagwerk. Der könnte alle übertönen. Er tut's aber nicht, sondern er vertraut auf die Führung seines Dirigenten. Und auf der anderen Seite übernimmt aber auch der Dirigent die volle Verantwortung, wenn seine Interpretation des Stückes beim Publikum nicht ankommt. Es hat also viel mit gegenseitigem Vertrauen und der Übernahme von Verantwortung zu tun. Und jetzt denken Sie mal an die betriebliche Realität. Wie oft werden hier Führungskräfte von den Mitarbeitern hinterfragt? Wie oft übernehmen Führungskräfte auch auf der anderen Seite nicht die Verantwortung, wenn das Endprodukt nicht überzeugt? Wie oft wird an der eigene Karriere gedacht, statt den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen? Und wie oft schmückt man sich mit fremden Lorbeeren, die einem eigentlich nicht zustehen? Ich denke, kleine Führungsspannen sind oft der Ausdruck dieses Unvermögens, dieser Mangel an Vision, der prozessualen Klarheit und des mangelnden Leaderships. Und diese Mängel versucht man im Unternehmen mit einer kleinen Führungsspanne irgendwie zu managen, statt die echten Ursachen anzugehen. Ich bin der festen Überzeugung, was in einem großen Orchester funktioniert, kann auch in einem Unternehmen gut funktionieren. Große Führungsspannen können gut funktionieren. Die Orchester dieser Welt beweisen es. Es ist allerdings viel Mühe, bis man seine Grundbausteine aus Vision, Prozess und Leadership wirklich richtig im Unternehmen verankert hat. Und diese Mühe scheut man sich leider Gottes viel zu oft. Wie denken Sie es darüber? Lieber mit kleinen Führungsspannen heilen, was im Argen liegt, auch wenn es viele Nachteile wie eine unnötig große Bürokratie mit sich bringt? Oder vielleicht doch den steinigen Weg gehen und ein Fundament aus Vision, Prozess und Leadership legen? Ich freue mich auf Ihre Kommentare und eine spannende Diskussion. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.